Moin, moin meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Trials Fusion hier bei Because Gaming is Fun mit dem Krischi. Hallihallo. Hallo. Und auch heute gibt es wieder eine bunte Mischung aus 8 Strecken. Wir haben 4 mittlere und 4 schwere Strecken, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Ja, Sascha wird übermütig. Wir haben jetzt aber mal voreingestellt, dass wir nur 200 Versuche pro Strecke haben. Also in weiser Voraus. Ja, damit es nicht zu lange dauern sollte, wenn etwas passieren sollte, wo wir nicht weiterkommen. Wobei 200 Richtig. Versuche auch schon extrem viel sind. Gut, aber man möchte ja auch eine Chance haben, ne? Wenn du jetzt irgendwo, was weiß ich, 50 an einer Stelle verbrauchst aus irgendwelchen Gründen. Richtig. Dann willst du ja trotzdem den Rest der Strecke noch angucken können. Genau. Hier so. Dürfen wir nur das Roach nehmen auf der Map Mecha Fusion oder Mecha Fusion. Gedacht. Und dann GG, have fun, ne? Yo, yo, Dito. Ah ne, warte mal, es war ja GL, have fun. What the? Bessere Krischi gewinnt. Ja, alles Fuck. Klar. Erstmal hart natzen lassen. Fuck, nicht mal genug gedreht. Muss ich mal wieder richtig hinsetzen hier, warte. Ah ja! Roll! Geht doch. Wie der mich weggeballert hat. Ho! Oh! So. Alter! Alter, die Map ist awesome. Die Map ist awesome, aber sie macht mich gerade schon fertig. Alter, die Map ist awesome. Willst du auch sehen? Nein! Nein! Ach komm, das kann doch nicht mal... Das Schlimme ist, dass ich noch kein... Ach, oh, ficken. Wait, what? Ey. Oh, den Checkpoint habe ich erreicht. Das ist nice. Jetzt eigentlich völlig verarschen. So, ich hab's. Halleluja. Whoa! What the fuck, Brainfuck? Lol. What the shit? Was war das denn jetzt? Das ist ja geil gemacht. Alter! Wie soll ich den... Ich hab den Sprung geschafft. Nein! Oh. Die Map ist Brainfuck, Krischi. Map ist purster Brainfuck. Komm, bitte drehen! Nein! Hallo? Ich kann auch nicht weiter. Lol! Was geht denn? Ich sag doch, die Map ist Brainfuck. Shit, hell. Oh, was? Okay. Alles später, da muss man erstmal drauf klarkommen. Wir haben gerade richtig. Was? Warst du doch gerade bei der Hälfte? Oh ja. Nein! Ah, oh, die Stelle hat mich auch fertig gemacht. Nice. Das könntest du noch schaffen. Obwohl. Ja. Bei mir fährst du jetzt durch. Nein! Bei mir fährst du durch die Luft, weil er beim Zuschauen nicht Dinger nicht aktualisiert. Fuck! Was plötzlich im Ziel? Ja, keine Ahnung. Irgendwie war wohl die Anzeige oben buggy. Also. Okay. Ich würde sagen, nach Zeit, ich habe deutlich gewonnen. Ja, auf jeden Fall. Ich bleib bei der Pit Viper. Ich auch. Wie immer. Weil die Strecke war trotzdem awesome. Oh ja. TTJ2C, The Builder. Ist auch eine mittlere Strecke. Was war das eben? Auch eine mittlere? Ja, ne? Mittel. Wäre auch machbar gewesen, aber... Durchaus. Naja. Ho! Das hat mich jetzt überrascht. Wenn man nicht damit rechnet, dann... manchmal schon echt ungünstig. In der Tat. Huh! Oh, oh. Okay, alles safe. Nein, da hattest du aber die deutlich bessere Landung. Die hatte ich hier dafür. Aber hier nicht. Wait, what? Alter. Läuft hart. Ein riesiger Roboter will uns auf die Fresse hauen. Oh shit. Lol. Oh. Wie er mich mit seinem Laserstrahl geköpft hat. Am Arsch. Oh shit. Oh shit. Wait, what? Wo geht's next? Hier. Ich brenne! Tito. Krischi, holt auf! Oh. Nein! Fuck. Nein! Okay, sehr gut. Nee, nicht sehr gut. Fuck. Sehr gut. Nee, das war jetzt auch... Komm schon, du scheiß Roboter! Ach komm! Ja, nee, lass dir mal ein bisschen Zeit. Ich brauche noch ein Sekündchen. Das ist voll unfair, der Roboter hat mich getötet. Zweimal! Fuck. Oh. Da bricht der Boden unter mir zusammen! Toll.
Wait a second. Ah. Okay. Wollte ich gerade sagen. Was ist denn jetzt hier der Trick? Oh shit! Warte, da war ein Checkpoint. Alles klar. Oh oh. Siehst du, jetzt hilft der Roboter sogar. Achso, warte mal, jetzt leuchtet er auch gelb. Jetzt ist er hilfsbereit. Nee, Krische. Nee! Ja, nice. Fuck. Im Ziel! Sehr gut. Okay. Übel! Apparat with? Irgendwas. Huh! Alles klar. Kannst du mir erklären, warum hast du so viel mehr Punkte? Weil du bei der ersten Strecke nicht ins Ziel gekommen bist. Stimmt, das habe ich schon mal ganz vergessen. Ich dachte, die hätte ich auch geschafft. Na gut. So, Nocturnal ist diese Strecke. Und das ist die erste schwere. Oh. Also. Und das Setting finde ich jetzt schon hammergeil. Musst du mir sowas sagen? Das demotiviert doch gleich wieder. Das erinnert mich. Auf die Nase legen. Irgendwie erinnert mich das Setting übelst an Ori and the Blind Forest, obwohl ich das Spiel noch nicht gespielt habe. Oh, Ori and the Blind Forest ist trotz allem ein bisschen heller. Echt? Okay. Auf jeden Fall. Also es ist schon sehr düster, aber Alter, halt so die Gesamtaufmachung ist. Ja, nein. Erinnert mich hier eher an Motorrad Dark Souls. Komm. Lol. Ja, sicher. Willst du dich jetzt eigentlich so? Willst du mich verarschen, Krischi? Ganz ehrlich, das war doch easy. Oh fuck. Willst du mich verarschen, Krischi? Oh fuck. Oh fuck. Okay. Ich komm hier gerade nicht. Nein! Krischi, warte mal eine Sekunde. Nee, lieber nicht. Aber du bist schon fast im Ziel und ich will die Strecke sehen. Der Shit danach ist noch übel. Ja, darum brauche ich ja noch extra Zeit, um den machen zu können. Komm. Jo, bin drin. Ja. Hallo. Und wo ist der Shit hier jetzt übel? Okay, der ist ein bisschen... Obwohl. Bist du locker über die Stelle weggekommen? Locker. Ist der fies. Wer kann, der kann, wa? Okay, alles klar. 20 Punkte Vorsprung noch. Die aus dem ersten Rennen. Und wieder das Roach. World on Fire von FG. Ja, hatten wir letztes Mal schon eine. Ja. Mark Feuer Settings. Immer noch. Ja. Auch wenn die Lava etwas pixelig aussieht, aber gut. Oh shit. Ja, das war der Kopf. Oh! Fuck! Nein! Ach, ich bin so dämlich. Toll. Alter, der Sprung ist... Are you kidding me? Damit habe ich nicht gerechnet. Aber egal. Läuft. Alter! Krischi fährt schon wieder davon. Nein! Okay, Krischi ist fast wieder eingeholt. Ich habe mich mit der einen Stelle ein bisschen schwer getan. Unnötigerweise, muss man dazu sagen. Also schwer ist sie wirklich nicht. Einfach nur. Okay, alles cool. Fuck, da bin ich mit zu viel Speed durchgefahren. Wow! Alles klar. Ja, und das gewinnt auch wieder Krischi. Oh, fuck. Easy. Vor allem. Wuhu! Klonk. Abgeräumt. Alles klar. Trotzdem noch 16 Punkte Vorsprung. Es wird aber noch eng. Vor allem, weil... Nee, das ist auch noch eine mittlere Strecke. Danach kommen zwei schwere in Folge und zum Schluss nochmal eine mittlere. Also, dass ich die erste so verkackt habe. In der Tat. Oh shit. Fuck. Krischi hat aber auch schon wieder ein Abprallglück. Das ist ja nicht möglich. Geht. Okay. Das war. Oh oh. Oh oh, ich sehe, was kommt. Oh, da konnte er noch landen. Nee, doch nicht. Ja, landen schon, aber ich bin nicht weit genug geflogen dann. Feed und rein und weg. Hey, komm schon.
barschen? Immer und überall. Ja. Willst du mich verarschen? Fucker! Victory! Ja. Uha, uha. Jetzt kommen zwei schwere Strecken. Das wird spaßig. Oh Gott. Pit Viper auf der Map Dehumanized. Uha, mal sehen, was das wird. Ja, wahrscheinlich nicht menschlich. Ach. Moment, wo müssen wir längs? Oh, da geht's längs, okay. Ich hab jetzt drauf gewartet, dass das Ding eigentlich... Oh, alles klar. Alles klar. Fucking Bullshit. Läuft. Absolut. Komm schon. Ja, nein! Ich will gestehen, noch so überhaupt keinen Schimmer. Du musst mit dem Vorderrad weg von der Kante. Ja, ja, klar, und dann... Nein, das war nicht gut. Ich müsste zu Anfang den Bunnyhop schaffen, damit ich genug Speed behalte. Ja, der ist gut. Aber da bin ich nicht... Ach. Fuck! Nein. Und wieder nicht. Das ist ein ganz, ganz übles Ding. Oh. Da schon seine Eiche draufgelegt. Ich bin oben! Er hat den Checkpoint aktiviert! Du miese Bitch. Ja, dann GG. Ja, super, weil ich das erste Hindernis überwunden habe. Alter, die war schwer und nicht extrem. Jo. Ach, komm schon! Hast du, alles klar. Läuft bei dir. Läuft bei dir. Nein! Boah, fick dich doch ins Knie. So, geht doch. Ach. Übermäßig schwer ist die auch nicht. Das ist die eine Stelle zum Beginn. Danach geht es! Fast. Passt aber auch nur, ne? Ja. Da kommt dann doch nochmal ein bisschen was Fieses, womit ich nicht so wirklich gerechnet. Ja, Moment, Moment. Alle Zeit der Welt. Ja, alles klar. Okay. Okay, das war richtig clever. Das ist alle Zeit der Welt, so gut wie hinter dir. Fühlst du mich verarschen? Was ist das für ein Sprung? Ja, sicher! Auf jeden Fall! Alter, willst du mich verarschen? Boah, what the fuck? So, es kommt ungefähr nochmal der gleiche Sprung wie zu Beginn, nur nochmal assiger, wie ich finde. Alles klar. Jedenfalls safe, dass ich diese Map mache. Wie soll ich den Sprung denn schaffen? Wollt ihr mich verarschen? Ah. Ja, das war richtig gut. Komm! Ich war mit dem Vorderrad drauf. Und schon wieder. Jetzt muss ich nur noch komplett oben drauf.
Ja, nein. Ansatz ist nicht verkehrt. Nee, das war nicht gut. Na, Krischi, kommst klar? Nee. Nee. Ich komm immer wieder mit dem Vorderrad drauf, aber ich komm nie mit dem Hinterrad drauf. Also nach. Komm, 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 komm! Jawohl! Weh, da war kein Checkpoint. Oh! Gott sei Dank, ey. Wupp, wupp! Also ich habe hauptsächlich nach hinten gelenkt gehabt. Bei dem Sprung erstmal. Und so spät es geht nach oben nach vorn gedrückt. Okay, also das Zuschauen klappt richtig gut auf dieser Map. Warum? Ich gucke in einen tiefen Krater, wo da unten Fragezeichen ist. Jawohl. Oh, nein. Ich bin 200 nicht so schnell voll. Zeit ist Ruhm. Die Map war geil. Die war richtig fordernd, aber die war cool. War scheiße. Ja, war scheiße. War voll Chat. Nein, ich habe davon gar nichts gesehen. So, nächste schwere Map. Pit Viper wieder. Ermagod. Oder soll man das Oh my God aussprechen? Könnte. Ja, doch. Ermagod. Alles klar. Gut. Abfuckstrecke incoming. Alles klar. Alles klar. What the fuck? What the fuck? Wait a second. Okay. Ja, ja, komm! Ja! Okay, da war ein Checkpoint. Also alles egal jetzt. Komm. Komm. Ach komm. Machen wir es so. Ich hänge hier rum, bis du es geschafft hast. Auch wieder erst Rad nach hinten reißen und dann irgendwie versuchen vorne rauf zu drehen. Ja, ja, das. Ach so, alles klar. Komm, komm, komm. Ah. Ah. Nee. Oh. Ja, fast. 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 Das ist irgendwie ein ganz anderes Frustrationslevel als bei Dark Souls. Weil bei Dark Souls weiß man, okay, es liegt irgendwie an mir, aber hier ist einfach nur Scheiße. Hier liegt es ebenso einfach an dir. Ja, aber das Spiel gibt einem nicht das Gefühl. Das Spiel ist einfach so, wie soll man das machen? What the fuck, einfach nur. Oh. Der war aber. Oh, ja, okay, okay. Ja, ja. Hast du es zum ersten Checkpoint geschafft? Nein. Ja, zum ersten schon, also nicht den Dings hoch. Gut, das ist jetzt nicht die Dings hoch. Was? Da war kein Checkpoint? Das war sich. Boah, ficken. Schon. Kann coole Tricks hier auf der Rampe machen. Die helfen einem nicht hochzukommen, aber man kann. Komm schon. Geh doch nicht. Ja. Wieder mal kann schon. Ach, komm schon. Ja, fast. Ja, geht doch. Und da ist das Ziel. Sehr schön. Gott sei Dank, dann ist ja in 20 Sekunden vorbei. Ja, 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 genau! Und da bist du beim Checkpoint. Nein. Hä? Hat er nicht anerkannt.
bin der Meinung, da hatte ich doch einen Checkpoint, oder nicht? Die letzten 5 Sekunden versucht das gar nicht mehr. Krischi ist gebrochen. So, dann kommt jetzt noch die letzte mittlere Strecke und dann ist das hier auch schon wieder geschafft. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Pit Viper auf der Map, Alien Assault, fix. Sieht witzig aus. Ja. Ach du Scheiße. Gut, dass man sieht, wo man hinfahren muss. Alles klar. Oh, ja, nice. LOL! Hart assig. Frech. So, jetzt fährt das Ding nicht mehr aus, jetzt ist es einfach da. In der Tat. Hui! Wow! Alles klar. Alles klar. Alter, hammergeil. Oh ja. Da frage ich mich auch jedes Mal, wie lange braucht ein Spieler, um so ein Level zu erstellen? Weil das sind ja alles benutzerdefinierte Level. Ja, ja, klar. Und da die ganze Abfolge und alles. Richtig. Boah. Ja, vor allem finde ich es geil, dass sie solche Maps nur die Community machen lassen und weiß ich nicht, verkaufen dir das Hauptspiel und nehmen dafür die dicke Kohle und die Community darf dann die geilen Maps basteln. Ja gut, die Maps vom Spiel selbst sind ja eigentlich auch ziemlich fett, meistens. Ja, aber sowas zum Beispiel ist da nicht mit bei, oder? Ich muss gestehen, den DLC-Content habe ich noch überhaupt nicht gespielt. Ach so, ich habe nur das Hauptspiel gespielt und da waren auch ganz coole Maps mit bei eigentlich. Ja, klar. Ja. Gut. Dann war es das auch schon wieder von dieser Folge. Ich danke vielmals fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet zu Trials Fusion. Haut rein, bis die Tage. Tschüss.